Dinge berühren nicht die Seele, denn sie sind äußerlich und bleiben unbeweglich. Unsere Störungen kommen also nur aus unseren inneren Meinungen. Die Seele wird mit der Farbe deiner Gedanken gefärbt. Achte daher auf deine Gedanken. Gedanken werden Worte, Worte werden Taten, Taten formen deinen Charakter. So wie ihre gewohnheitsmäßigen Gedanken sind, so wird auch der Charakter ihres Geistes sein, denn die Seele wird durch die Gedanken gefärbt. Lassen Sie sich nicht durch äußere Erscheinungen zu der Annahme verleiten, dass jemand mit mehr Prestige, Macht oder anderen Auszeichnungen aus diesen Gründen glücklich sein muss.